Herzlich willkommen zurück bei Herr der Ringe Online im Jahre 2017. Ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderbares Fest, seid gut ins neue Jahr gekommen und ich begrüße euch hiermit weiter im Evenleben. Ja, wir sind immer noch in Nachtschatten, haben es hier mit ein paar bösen Räubern zu tun und müssen jetzt einen Beschwerdebrief zustellen und ja, noch eine andere Kleinigkeit erledigen. Ah, das war zu früh. Aber der Räuber ist tot und das ist das, was zählt. Nee, wir müssen jetzt hier einen Brief zustellen. Wir müssen einmal an der Türklingel klopfen. Und dann haben wir natürlich auch noch die anderen regulären Aufgaben, die wir hier erfüllen müssen. Ja, komm. So, Ruhe. Nachtschatten ist ein bisschen verwüstet, wie man es sieht. Aber das treiben wir den Jungs jetzt gleich mal aus. Da kommt unser nächster Freiwilliger. Außerdem versorgen sie uns eigentlich ganz gut mit zerbrochenen Kurzbögen und schweren Schwertscheiden. Die können wir wiederum hervorragend abgeben an den Tafeln. Hier müssen wir klingeln. Das umgehen wir eben einmal ganz kurz. Klingeling. Okay, er haut uns mit der großen Keule. Wir blitzdingsen ihn mit unserem Blitzschlag. Und Edmi beißt ihn. Ja, und wie es so immer der Fall ist, Feiglinge verkrümeln sich eben und kämpfen nicht. So. Dann haben wir. Wir hatten doch hier noch eine Aufgabe. Mal eben kurz ins Questbuch schauen. Davon haben wir ja so viel. Schuppen, Essenzen, Schmied im Bruchtal. Norbok-Panzer, Norbok allgemein. Oh, das war's hier drin schon. Okay. Reiten wir eben Richtung Bilvis Lager wieder von dannen. Und das müsste in die Richtung sein. Ach komm, wenn wir Akku ziehen, ziehen wir Akku. So, die nächste Aufgabe führt uns dann wieder ins Bilvis-Lager. Dort müssen wir das Rezept besorgen, was irgendwo garantiert rumliegt, wie wir Bilvisse kennen. Die sind ja nicht gerade die aufgeräumtesten ihrer Art. Und wir müssen ein paar Kessel abverbrennen. Ironie des Schicksals, wir bekämpfen Feuer mit Feuer. Wir haben eine Fackel, da ist ein brennender Bottich. Mal gucken, was passiert, wenn wir damit ranrennen. Oh, er brennt. Wie ihr seht, Adamanten, Steinsalz. Ihr kriegt hier alles, was ihr braucht fürs Handwerk. Edmi darf mal zuerst dran, dann kriegt sie das Feuer ab und nicht ich. Wir haben das Rezept. Und jetzt müssen wir nur noch die Töpfe verbrennen. Dafür kämpfen wir uns im Lager eben ein bisschen frei. Aber das ist ja als Kundiger nicht das Problem. Edmi geht vor oder euer Tier, euer Begleiter. Je nachdem, welche Klasse ihr spielt. Aber der Knackpunkt an der Sache ist, nicht überall gibt es Fackeln an den Feuern. Das heißt, wir rennen jetzt eben mal kurz raus, holen von hier aus die Fackel und gucken, dass die Zeit reicht, um den Pott da oben anzuzünden. Aber die Zeit ist ja ausreichend genug.
So brennt der zweite Topf. Und der dritte Topf ist gleich nebenan und hat gleich noch eine Fackel. Da wird der Schlitzer... Au! Add me zurück. Neues Ziel, der Bilbis vor uns. Wie ihr seht, haben wir auch nicht mehr viele Bilbisse vor uns, bevor wir die Tat abgeschlossen haben. Oh, Edmi wurde betäubt. So, alles erledigt. Drei Töpfe in Brand gesetzt, das Rezept besorgt und wir können rausreiten. Vielleicht haben wir das Glück und finden nochmal so eine kleine Vierergruppe, die hier irgendwo rumstromert, weil dann dürften wir nämlich durch sein. Ja, da ist eine. Da sind sogar zwei. Schöne Sache. Abgeschlossen. Der Feinde mit dem Bilbissen. Bonus auf Bogenschaden. Das bringt mir leider bloß nichts, weil ich keinen Bogen benutze. Was brauchen wir sonst noch? Tötet Bilbisse des Auenlandes. 23 von 60. Das brauchen wir erstmal nicht. Da kenne ich eine bessere Stelle im Auenland, wo wir die dann farmen könnten. So, das nächste ist jetzt hier am Wasser. Wir sammeln jetzt die Norborgs, die Salamander, um für die Schmiede zu arbeiten. Und dann machen wir uns mal allmählich Richtung Auenland auf den Weg. Das möchte ich gerne heute auch noch erledigt haben. Dann können wir in aller Ruhe alle Quests in diesem Bereich abgeben. So, wie ihr seht, Panzer, Norborgs, Riesen-Norborgs. Die Uhrzeit sagt, es ist Nachtwache, also 12 Uhr circa. Das heißt, wir müssten hier eigentlich auch einige der Irrlichter finden. Die wir für die Essenzen brauchen. Aber erstmal begnüge ich mich mit den Norborgs und den Salamandern. So. Dann können wir mal Flächenschaden reinhauen, weil der Norborg ja auch auf dem Weg dahin ist. Da ist noch ein Sand im Norborg. Den nehmen wir natürlich auch mit. Wir wollen ja nicht, dass hier irgendjemand verkommt oder sich einsam fühlt oder ignoriert wird. Ih, da heilt sich. Das ist ja unschön. Wer hat ihm das denn erlaubt? Wie ihr seht, die Quests gehen hier auch sehr schnell von der Hand. Wir haben schon die Hälfte der Panzer zusammen. Ebenfalls haben wir zusammen die Hälfte der kleinen Norborgs. Hier müssen wir nachher mal für eine Quest hin, für eine aus, ich glaube, Tinudir. Aber das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Es ist leider auch schon eine etwas längere Zeit her, dass ich hier gequestet habe, obwohl das alles hier ein schönes Gebiet ist. Also in Evendim bin ich gerne unterwegs. So, Hälfte der Norbox zusammen und jetzt geht's an die Salamander. Ah, stehen die da genug zusammen? Ja. Ja, da haben wir auch die
Limfraven oder Limraven, die brauchen wir wie gesagt für die Essenzen. Davon gibt es leider nicht allzu viele hier. Die müssten wir meistens immer suchen. Außerdem haben die einen bösen Nebeneffekt. Die haben einen sehr hohen Ausweichwert. Dann gab es hier eine Weltchat-Mitteilung. Eine mutige Gruppe von Kriegern hat die Wächter von Anuminas erobert. Hier Brand, es gibt insgesamt in Anuminas drei Bereiche, die erobert werden können. Und daraus folgen auch immer wieder Gegenangriffe der Angmarinen, die dort leben oder sind. Also das liest man immer wieder hier. Und der Vorteil ist natürlich, wenn wir die Kontrolle haben, wir bekommen 25% auf die Rufpunkte, wenn wir für Anuminas arbeiten. Das heißt, ihr könnt euch theoretisch das Farmen von Ruf hier eigentlich sparen, weil ihr schon mit den regulären Questen schon sehr weit kommen werdet. So. Ein, zwei Norbox nehme ich noch mit und dann konzentriere ich mich mal auf die Suche nach den Salamandern und nach den großen Norbox. Die großen waren nämlich etwas weiter im Norden. Außerdem haben jetzt erstmal die Lemraven Priorität, weil die nicht unbedingt immer hier sind. Die findet man in Evendim leider nämlich nur nachts. Nerviger Sand-Norborg, okay. Gibt einmal Feuer für beide. Weil die Salamander brauchen wir ja auch noch. So, wir müssten jetzt allmählich in dem Bereich sein, wo auch die großen Norborgs existieren. Aber wie gesagt, für mich sind erstmal die Lemraven am interessantesten, bevor es nämlich wieder Tag wird. Aber ich bin nicht abgeneigt, auch reguläre Salamander mitzunehmen. Wieder Graben. Aber wir sind gleich durch, wenn ich das richtig sehe. Die Limraven haben wir fertig. Jetzt brauchen wir noch Salamander und grabende großen Norborgs. Und natürlich noch einen Salamander. So. Grabender Sand-Norborg, grabender Sand-Norborg. Wie ihr seht, es vom Level her wird es allmählich interessant. Die Jungs werden allmählich echt groß. Mit 33 ist mir ja jetzt schon überlegen, aber spielt trotzdem keine Rolle. So, dann gucken wir jetzt mal auf der Karte. Ja, die nächsten sind ein bisschen weiter im Norden. Da haben wir dann die regulären großen Sandnorborgs. Wir haben uns jetzt schön gemütlich ein bisschen an der Küste entlang gearbeitet. Hier sind noch ein paar Salamander. Also die könnt ihr hier auf großer Breite an der Küste farmen. Und dann müssten wir theoretisch jetzt in den Bereich kommen, wo die Sandnorborgs rumflitzen. Das ist wieder nur ein Grabender, der interessiert uns nicht. Die Salamander interessieren uns auch leider nicht. Da ist ein Riese, 32, passt.
Das war der erste. Hier haben wir auch schon wieder eine andere Gegnerart, nämlich Kriecher. Die sind ein bisschen nerviger. Die sind zwar relativ harmlos, die sind auch nicht unbedingt ohne, aber die brauchen wir gerade alle nicht. Wir brauchen diese Sandnurbox und die müssen wir finden. Und das ist jetzt die interessante Abwechslung. Einen haben wir, einer fehlt uns. Und wie ihr seht, das Bereich, genau. Meine Grammatik ist heute auch nicht unbedingt die beste. Theoretisch müsste hier nämlich auch irgendwo einer rumflitzen. Ja, Riesensandnobrock gefunden. Ist zwar im Wald und nicht am Wasser, aber das ist ja egal. Ey, unter die Erde verkrümeln gilt nicht, um sich heilen. Na komm raus. Wir beide wissen doch, dass du sterben wirst. So, wie ihr wieder in der Übersichtliste seht, sind wir relativ weit gekommen. So, Namen aus, Beutel zu, Map auf. Ich werde jetzt einmal durchreiten bis zur Statue der Könige. Das ist die hier vorne. Weil wir von dort aus dann mit der Reiseroute zurückreiten können. Und dann habe ich diese Reiseroute auch schon freigeschaltet. Wenn wir schon mal hier oben sind, könnte man das auch gleich mal ausnutzen. Berufstechnisch gibt es mal wieder überhaupt nichts für mich Interessantes hier. Das ist halt das Problem am Gelehrten. Er findet nicht unbedingt alles Mögliche. Der Vorteil ist natürlich wiederum, wir finden unsere Materialien bei Mobs. Sprich, wir sind die einzige Klasse, wo man unseren Berufsstand als Loot kriegen kann. So, wir haben hier auch einen Wegweiser, Hafergut, Anuminas. Aber wir wollen ja hier auf die Brücke der Könige oder Kreuzung des Hohen Königs. Ein Questpunkt, wo wir auch schon massiv Quests annehmen Dürfte ich könnten. euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Aber wir Was interessieren uns kann ich für erstmal euch tun? für Nachtschatten. Eben schnell mit der Schnellreiseroute zurückreiten. Das ist ja gewollt und getan und gemacht. Und dann gucke ich mal kurz ins Questbuch. Wir sind inzwischen bei 32er Quests. Wir sind 32. Und ich glaube, ich nehme erstmal den EP-Block für die Abgabe dieser Quests raus. Oh, wir haben auch wieder 3 Punkte zu verteilen. Na, dann wollen wir mal kurz gucken. Wo stecken wir sie rein? Jo, das nehmen wir doch gerne mit. Lichtschaden am Stab und er wird betäubt. Wir können mehr Schaden mit Blitzen machen, uraltes Feuer. Schaden, das Typ Blitz. Was bringt er uns? Grimmiger Blitz, das ist wieder. Ja, okay. Ja, kurz gesagt, wir werden jetzt erstmal kurz das Feuer verstärken und anwenden. So, aber das ist nicht das, was ich eigentlich wollte. Oh, wir haben schon wieder ein volles Inventar. Ich krieg die Krise. So. Wir legen einmal den EP-Block wieder ab und können jetzt erstmal hier hinten bei den Glasschmelzern wieder einiges an Quests abgeben. Immer mehr Norbox. Hallo. Gibt anoranische Münzen. Die werden dann in Anuminas zum Handeln benötigt. Das ist also eine Währung, die wir uns ertauschen. Und es Kann ich gibt euch gut irgendwie EP. behilflich sein? Zehn und Schuppen geben wieder Münzen. Und das ist natürlich auch noch ein Grund, warum ich gerne hier jede Quest mitnehme. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Weil jede Quest wird mit diesen Münzen belohnt. Und die gibt es auch nicht als Drop, die müssen wir uns wirklich erarbeiten. Er gibt uns wieder ein geschenktes Matrom.
Winter. Sie auch. Seid gegrüßt. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? So, wir benutzen einmal kurz die Glasschmiede. War ja auch ein hartes Stück Arbeit, die Materialien für die Schmiede zu besorgen. Was benötigt ihr? Und wir sind 33, der EP-Block kommt wieder drauf. Und wir werden uns jetzt auf nach Michelbinge machen. Und wir haben natürlich wieder einen Klassenfähigkeitspunkt. Gerade erst welche ausgegeben und schon haben wir welche. Wir werden jetzt mit der Schnellreiseroute nach Hafergut reisen. Und von Hafergut aus reisen wir dann mit einer Schnellreiseroute nach... gute Frage, wo reisen wir eigentlich hin? Seid gegrüßt. Nach Dachsbauten, von Dachsbauten nach Michelbinge zum Adler und Kind. So. Dann sind wir jetzt hier glücklich angekommen in Dachsbauten. Von hier aus geht's dann nach Hobbing. Und zurück können wir nachher den Portstein nehmen. Ich hatte mich nämlich inzwischen in Hafergut gebunden. Wenn wir auf der normalen Route reisen, kann ich mir immer kurz unsere bestehenden Quests anschauen. Bingo Boffin ist 34. Da können wir uns eigentlich auch mal auf Gedanken drüber machen. Die einsamen Landen. Da muss ich nochmal in die südlichen Ruinen, da wo die Trolle und die ganzen Untoten waren. Da habe ich nämlich eine Quest übersehen. Aber das könnte man nochmal mit der Jagdquest kombinieren. Epos, Buch 3. Waldläufe auf den Feldern. Da muss ich mich allmählich eigentlich auch mal drum kümmern, dass wir in dem Buch weiterkommen. Spätestens wenn wir 34 sind, sollte ich mich darum mal kümmern. Gut, dann haben wir jetzt wie gesagt Evendi. Die Aufgabe machen wir. Die können wir auch noch dazu fügen. Nach Bruchtag kommen wir auch noch mal die Tage. Und ja, die fügen wir auch mal hinzu. Dann haben wir natürlich noch das Fest. Geist des Julfestes 3 von 5, das ist schon die zweite Aufgabe. Vornost ist jetzt inzwischen ausgegraubt mit 26. Da haben wir jetzt ein bisschen getorft. Aber meines Erachtens ist das nicht so wichtig, weil Vornost von den Bereichen ja anpassungsfähig ist. Da werde ich aber demnächst auch nochmal eine Gruppe suchen. Moment. Ach, wir sind in Hobbing. Adel und Kind ist in Michelbinge. Ups. Seid gegrüßt. Wo ging es dann weiter? Von Ost haben wir abgehakt, Gard Agaven, Bitterborke. Da das eine feste Instanz ist und die nicht skalierbar ist, ja, die rutscht allmählich doch auch in einen interessanten Blickpunkt, sagen wir es mal so. Vor allem, weil wir für die Instanz auch relativ viele Quests haben und dadurch mal eben 2, 4, 6, 8 Quests oder 7 Quests uns schon mal im Questbuch blockiert werden dadurch. Die Nordhöhen 28, die Ruinen, Vorräte für die Lichtung, Auochsenfleisch. Da muss ich eigentlich auch nochmal hin. Also es wird jetzt so ein bisschen tricky. Ich muss jetzt 3 Gebiete im Auge behalten, damit wir da nicht vom Ruf her uns einfach abkapseln. Und im Breland für Stufe 20, dass ich nochmal in die Rufinstanz gehe und das aufnehme, das werde ich euch auch nochmal antun, damit ich euch mal zeigen kann, wo ihr die Sachen findet. Außerdem gibt es da passenden Gelehrtenruf drin. Also Gelehrtengegenstände.
Wie ihr seht, wir haben jetzt insgesamt 38 geschenkte Matroms erhalten, nur weil wir oben für die Bauern gequestet haben und den Nachtschatten. Könnt ihr euch mal selbst ausrechnen, 38 mal 700, das ist schon einiges an Ruf für die Matrom-Gesellschaft. Also bis jetzt hat sich's gelohnt und ihr kriegt auch hier im regulären Spiel noch Geschenke. Und ihr könnt natürlich auch noch Matrome in der Welt finden als Loot. Kleine und auch große. Wobei die Geschenkmatroms eigentlich mit 700 Ruf schon sehr viel bringen. Nochmal zur Erinnerung, die Matrom-Gesellschaft ist hier oben. Auf dem Hügel. Da werden wir noch des Öfteren hinkehren. Und ansonsten haben wir jetzt unser Ziel erreicht, nämlich Adler und Kind. Und wir können jetzt mit den Freunden sprechen. Guten Tag. Moment, das ist der Hobbymeister. Der ist uninteressant. Auch uninteressant. Hier hinten. Was benötigt ihr? Ja, das war's. Wir haben das Ziel erreicht. Wir sind hier. Das verpasste Treffen. Wir müssen wieder zurück. In Nachtschatten. Okay, wir porten uns wieder zurück. Dann kann ich den Portstand auch mal aktiv nutzen. Kommt ja auch selten genug vor, dass ich mal zu im Questbereich hin und her porte. Aber erstmal egal. Dann nehmen wir natürlich kurz hier noch die Tagesaufgaben mit. Die habe ich ja heute noch nicht gemacht. Und es fehlten auch nicht mehr allzu viele. Außerdem gibt es für die Matrom-Gesellschaft Ruf. Mal kurz gucken. Haben wir. Weiche Tier heute. Die Früchten haben wir auch, schön. Scharfe Klauen müssten wir am Strand bekommen haben, genug. Schwere Schwertscheiden müssten wir auch zwischenvoll haben. Und wie geht's weiter? Schwere Panzer müssten wir auch voll haben. Nabige Ohren, das sehe ich schwarz. Okay, gehen wir erstmal ab. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Kann ich euch irgendwie behilflich sein? 3. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? 4. Und 5. 6 können wir. Ich glaube, ich gebe nochmal schwere Schwertscheiden ab. Oder Kurzbögen. Das ist in dieser Hinsicht egal. Einen Moment. Wir haben die 6 Tagesquests erreicht. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Und wir reiten mit Schnellreise nach Nachtschatten. Und dann geben wir eben schnell, beziehungsweise die Tagesaufgabe schmeiße ich eben wieder raus. Da wir ja den Platz brauchen. Und wie ihr seht, haben wir hier wieder eine große Anzahl an Aufgaben abzugeben. Eine formelle Beschwerde. Was manche Leute sich rausnehmen. Was haben wir noch? Menschen des Nordens. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Am Koloss von Evendim. Das heißt, die nächste Aufgabe würde uns von hier oben zur Kreuzung des Königs bringen. Die nehmen wir einfach mal an. Dann können wir jetzt abgeben das Rezept der Halbkobolde. Eine formelle Beschwerde können wir jetzt annehmen. Das ist eine Privatinstanz, aber leider reicht die Zeit nicht ganz.
Und wir haben jetzt gekrittete Atlas-Essenzen. Die können wir natürlich auch selbst herstellen und selbst kritten. Dann bekommen wir eine besondere Pfeife, ein bisschen Nahrung und einen besonderen Brandwein. Und ihr wisst ja, Elm lieben Weine. So. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, gebt mir ein schönes Kommentar, was ich besser machen kann. Habt ihr besondere Questwünsche für Bereiche, wo ich nochmal hingehen soll? Schreibt es mir gerne mit in die Kommentare. Ich bin da ja relativ offen für die Bereiche, in denen wir schon waren. Wenn ich euch nochmal was dazu genau erklären soll, wenn ihr noch Fragen habt, fragt mich einfach. Ich gebe euch gerne Antworten. Ansonsten sehen wir uns natürlich dann am Dienstag wieder. Und von euch verabschieden sich wie immer Gildeliz und euer Schattenwolf. Tschüss!